der Suche, Granulator zu machen. Also das wird im Endeffekt so ähnlich sein wie ein deutscher Doppelbock. Sehr, sehr goldintensiv in der Farbe und da sind wir auf der Suche nach den richtigen Malzen dazu. Ja, das wird bestimmt ein wunderbares Mehl sein. Ich würde hier vielleicht anregen, natürlich Pilsner Malzlinie bzw. Barke. Das ist unsere spezielle Pilsner Malzlinie bzw. aus der Barke Gerstensorte. Naja, das Wichtige bei einem Lagerbier ist ja, dass es schön ausgewogen ist und dass es harmonisch ist. Und da brauche ich natürlich auch das passende Malz dazu. Ich brauche eine gewisse Frische, aber der Hopfen darf nicht dominieren. Und dieses Gleichgewicht zu schaffen, das ist die Kunst des deutschen Bieres, das ist die Kunst der Brautradition. Und das macht deutsches Bier, deutsches Lager aus.